Herzlich willkommen zu Sportkompakt Spezial. Es war ein wichtiges Spiel für unsere Fohlen mit viel Aufregung drumherum. Einer Kölner Fandemo in Reit, die Gladbacher Fans boykottierten den Fangesang im Stadion und Gladbach drohte gegen Köln die zweite Derby-Niederlage in einer Saison. Zum Glück lief doch alles gut, zwar mit massivem Polizeischutz, aber die Demo blieb weitgehend friedlich. Nach 2 Stunden war der Ausnahmezustand beendet. Und auch die Stimmung im Stadion war emotional. Das Wichtigste aber, es gab 3 Punkte für die Borussia. Die Fohlenelf hat das Rhein-Derby gegen die Kölner Gäste mit 1:0 für sich entschieden. In der 9. Minute traf Mahmoud Daoud für die Borussia. Über Stindl und Raphael stürmten die Fohlen vor das Kölner Tor, wo Mo Daoud überraschend frei an den Ball kam und das Leder an Torhüterhorn vorbei ins rechte untere Eck versenkte. Die Borussen im weiteren Spiel mit vielen vergebenen Chancen, aber einem 0:0-Sieg. Das freute vor allem die Fans. Mein Kollege Stefan Lenzen hat sie zum knappen Derby-Sieg befragt. Das letzte Spiel haben wir ja unglücklich in Hamburg verloren. Ja, da sind immer Spiele, die laufen nicht so gut wie in Hamburg. Hatten sie auch 1:0 geführt und dann haben sie nachgelassen. Da waren wir natürlich sauer und natürlich haben wir uns dann auf dem Derby konzentriert und dann das Derby gewonnen. Ne? Ausgleichend. Ich bin da sehr entspannt. Also Gladbach hat in der ersten Halbzeit super gespielt, hat die Räume eng gemacht. Wir hatten keine Ideen. Hätten mir ein bisschen früher gewünscht, nicht böse gemeint, dass meine umgeholzt wird, ein bisschen mehr Derby-Stimmung aufkommt, war erst die letzten 20 Minuten, aber verdienter Sieg, alles okay. Ähnlich sah das auch FC-Trainer Stöger. In den zweiten 45 Minuten waren in Ordnung, dann haben wir das gezeigt, was wir sehen wollten. Hat die Ordnung besser gepasst, das Zweikampfverhalten war besser, das Spiel war intensiver, wir haben Möglichkeiten gehabt. Aber wenn man 45 Minuten ich will nicht sagen, so herschenkt, aber wenn man so auftritt, dann ist es auch klar, dass man hier im Normalfall keine Punkte mitnehmen kann. Deswegen Gratulation. Die Borussen also mit engem Spiel und sehr dominant, ganz anders als gegen Hamburg, wo es zuletzt mit derselben Spielweise nicht geklappt hat. Da sind sich wohl Fans und Trainer einig. Ja, ich freue mich natürlich, dass wir das Spiel heute gewinnen konnten. Ich glaube, dass wir in den ersten Minuten schon gesehen haben, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben ähnlich konzentriert angefangen, wie wir das eigentlich auch schon in Hamburg getan haben. Diesmal haben wir aber konsequent auch weitergespielt. Insgesamt ist es aber vielleicht einfach auch mal wichtig zu wissen, wir können so ein Spiel dann auch 0:0 runterspielen. Letztendlich auch das Spiel dann gewinnen, das war wichtig für die Mannschaft. Ich glaube, es waren einige Situationen dabei, wo wir nicht nur gut nach vorne gespielt haben, sondern wo wir auch mit viel Leidenschaft nach hinten verteidigt haben. Beide Mannschaften haben auf dem Platz alles gegeben und deswegen war es, fand ich, auch ein rassiges Spiel mit vielen Situationen, mit viel Emotionen, so wie wir es vorher eigentlich auch erwartet haben. Und wir sind natürlich glücklich darüber, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Mit dem zweiten Rückrundensieg meldet sich jetzt Gladbach im Kampf um die Champions League zurück. Platz 5 und 35 Punkte, geht es am nächsten Sonntag weiter, dann gegen den FC Augsburg.